Genau, es war ja was Positives, aber Sie haben ja... Dann wollte ich was zur Bildungspolitik sagen. Da geht es mir speziell um die Schulpolitik. Und zwar darum, dass wir eigentlich in Thüringen hier ganz zufrieden waren mit unserem zweigliedrigen Schulsystem, mit Regelschule und Gymnasium. Und wir eigentlich auch national gut mitgespielt haben in der ersten Liga mit Sachsen, Baden-Württemberg und in Bayern und da eigentlich ganz gut waren. Und warum soll man solche Dinge, die jetzt praktisch übers Kultusministerium und in unserer Koalitionsregierung hineingebracht werden, das unbedingt akzeptieren, um jeden Preis, dass das rückgängig gemacht wird, also ein Schritt nach hinten gegangen wird, insofern Sie wissen, worauf ich hinaus will, dass keine Noten mehr gegeben werden sollen in bestimmten Dingen. Und auch die Versetzung in verschiedenen Klassenstufen, nicht in allen, auch nicht möglich sein soll. Ich denke, unser Anspruch muss doch eigentlich sein an die Schule, dass unsere Kinder und Jugendlichen eine bestmögliche Ausbildung bekommen. Ja, denn die Anforderungen, die sind doch ganz sehr hoch und sehr groß und der Bildungsstand sollte möglichst hoch sein. Ich meine, und ich kann nicht begreifen, dass unsere Ministerpräsidentin das alles so einfach so durchgehen lässt. Ja, also auch wenn sie vielleicht dagegen ist, aber ich finde es ganz wichtig. Mir wurde gesagt, frag doch mal, sag doch das mal, wie wir darüber denken. Und ich bin immerhin Vorsitzende von der Seniorenunion, das sind 300 Leute, das haben wir nun nicht alle 300 gesagt, aber doch eine ganze Menge Leute. Vielen herzlichen Dank für die Frage, danke Heiko. Bevor wir zur Antwort kommen, zur letzten Sendung im Hopfenberg, war das nämlich schon mal Thema. Und so mit leicht durchgehen war da gar nicht der Tenor, sondern da gibt es eine ganz klare Aufstellung auch seitens der CDU-Landtagsfraktion. Ja, wir in der Fraktion haben eine klare Meinung. Die haben auch andere, die auf Thüringen schauen. Mein Freund David McAllister, der ist ja Ministerpräsident in Niedersachsen, der hat gesagt, vor einem Jahr schon in Erfurt, hat es jetzt dieser Tage zu mir wieder gesagt, hat es wiederholt. Wenn Niedersachsen unter den besten vier stehen würde beim PISA-Test, er würde sein Schulgesetz nicht reformieren, sondern er würde es lassen, wie es ist, weil es gut ist. Und ich finde, McAllister hat recht. Dass wir unser Schulgesetz trotzdem jetzt anfassen mussten, das liegt an der Koalition. Aber wir haben für uns eine ganz klare Aussage, was Schule ausmacht. Schule muss leistungsorientiert sein, in der Schule muss es Noten geben, in der Schule muss es Kopfnoten geben und in der guten Schule muss es auch eine Versetzungsentscheidung geben, die auch mal heißen kann, du drehst nochmal eine Runde, weil du nicht gut genug warst. Eine Schule, die alle beglückt und bedudelt, die macht nicht die Vorbereitung für das Leben, die wir wollen. Deswegen haben wir einen klaren Ansatz. Wir dringen derzeit nicht durch, weil der Koalitionspartner das nicht will. Aber wir haben jedenfalls die meisten Dinge, die im Schulgesetz drinstehen, aber auch in der Schulordnung so geregelt, dass sie nur dort vor Ort gemacht werden können, wenn es Schüler, Eltern und Lehrer und so wollen. Es gibt ein paar Fragen bei den Kopfnoten, bei der Versetzungsentscheidung, wo wir eine andere Auffassung haben. Ich glaube aber, wenn Eltern und Lehrer klug entscheiden, dann entscheiden sie sich nicht für das Schulmodell, was der Koalitionspartner will, weil das jedenfalls alles fordert, nur keine leistungsbereite Schule.